Ich möchte dich gerne auf eine Reise mitnehmen. Jetzt. Eine Reise zum Licht. Eine Reise zu Gott. Eine Reise zum Christus in mir. Ich schließe jetzt meine Augen und bitte den Heiligen Geist, um seine Führung. Heiliger Geist, bitte nimm mich an die Hand und schenke mir dein Licht, auf dass es den Weg erhellen möge, auf dem ich gehe. In mir wohnt Gott. In mir ist ein Ort, wo die Liebe wohnt, wo der Christus zu Hause ist, wo ich eins bin mit allem, was ist, wo keine Angst, keine Krankheit, kein Leiden, kein Schmerz, kein Hunger, kein Tod hinkommt. Dieser Ort lebt ewig. Die Welt kann dort nicht hingelangen. Kein Geräusch der Welt, kein Bild, kein Gedanke der Welt führt mich dorthin. Im Gegenteil. So will ich denn jetzt an all den Geräuschen, Gedanken, Bildern und Gefühlen dieser Welt vorbeigehen. Immer tiefer. Tiefer. Und zugleich höher. Tiefer in mir und höher zu Gott. Was auch immer sich zeigt an mentalen Einwänden, an Erinnerungen, Urteilen, sonstigen Gedanken, an körperlichen Empfindungen. An Gefühlen. Ich schaue hindurch. Ich nehme jede Investition daran zurück. Ich will sie nicht mehr, nicht jetzt. Ich will zu Gott.
Ich will an diesen Ort in mir, wo einfach nur Frieden ist. Frieden und Verbindung. Ruhe. Stille. Nur Gott. Und immer wieder, wenn sich irgendetwas zeigt an Gedanken, an Kommentaren, an Gefühlen, gebe ich es in die Hände des Heiligen Geistes. Immer wieder. Alles in seine Hände. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Nicht mein eitles Wünschen. Das lasse ich jetzt los. Ich lasse meine Ideen davon, was der glückliche Traum ist, in den der Heilige Geist mich führt, lasse ich los. Meine Ideen davon, was das in der Form heißen könnte, lasse ich los. Und denke und sage, dein Wille geschehe. Ich weiß, dass dein Wille für mich vollkommenes Glück ist. Was könnte ich mehr wollen? Und ich habe nicht gelernt, mir dieses Glück, dieses vollkommene Glück zu geben. Ich kann es mir gar nicht selber geben. Ich kann nicht ohne das Licht Gottes sehen, was gut für mich ist. Und was wirklich mein Glück ist. Ich brauche dein Licht dazu, deine Führung, deine Gedanken, deine Liebe, deine Sicht, deine Schau. Und darum bitte ich jetzt, lass ein Wunder meinen Geist erhellen. Und den Frieden. Erfahren. Der vollkommen unabhängig ist von allen äußeren Gegebenheiten und auch von körperlichen Gegebenheiten.
Es gibt einen Frieden, den Christus uns verleiht. Und diesen allein will ich. Ich teile ihn jetzt mit dir. Wir sind gemeinsam auf dieser Reise. Niemand ist allein auf dieser Reise. Niemand führt hier und niemand folgt. Gemeinsam sind wir der eine Sohn Gottes, unsterblicher, ewiger, reiner Geist. Hier sind wir eins. Hier gibt es keine Unterschiede. Wir sind gleichwertig, vollkommen gleichwertig. Eins in der Liebe Gottes. Und nur das ist wahr. Nur die Wahrheit ist wahr. Nur das Einssein ist wahr. Alles andere ist nur ein Fehler. Den ich dem Heiligen Geist übergeben kann und tue, damit er meinen Geist läutert, reinigt von allen Irrtümern, die ich angenommen hatte in der Vergangenheit. Jetzt ist Vergebung. Jetzt ist Aufhebung der Trennung. Jetzt ist das Ende des Traums. Immer jetzt im heiligen Augenblick. Hier ist Heiligkeit. Kannst du sie fühlen? Bist du ihrer gewahr? Das, was uns verbindet? Der Frieden? Heiligkeit. Vollkommene Liebe.
mit dir. Danke.